Es ist Zeit für den Niederrhein-Pokal 2023-2024. Der Landesligist FC Remscheid hat den großen Rivalen Wuppertaler SV aus der Regionalliga West zum Bergischen Derby zu Gast. Anstoß am Mittwochnachmittag war schon um 17.30 Uhr, da das Röntgenstadion über kein Flutlicht verfügt und es sollte ein denkwürdiges Spiel geben. Vor dem Spiel gab es richtiges bergisches Wetter im August, aber während der Partie sollte sogar die Sonne immer mal wieder vorbeischauen. Es war also angerichtet, die Fans machten richtig Stimmung und ganz wichtig ist zu erwähnen, es blieb im und um das Stadion herum ruhig. Erster Abschluss der Wuppertaler in der siebten Minute. Semir Saric geht mal durch, aber Horn ist zur Stelle. Wuppertal hat mehr vom Spiel, aber weniger Chancen. Wieder mal ein Abschluss in der 33. Minute. Schuss von Saric. Geklärt wird er von Keeper Horn. In den letzten Sekunden der ersten Hälfte. Vittorio Di Mari mit einem Foul an Saric in der Box. Schiedsrichter Gottschalk zeigt zu Recht auf den Punkt. Es tritt Damian Marzella an und er verliert Moritz Horn. Das glückliche 1:0 für den WSV. Und danach wird gar nicht mehr angepfiffen. Der FC Remscheid bringt sich nach einer guten kämpferischen Defensivleistung um den verdienten Lohn einer torlosen ersten Halbzeit. In der 49. Minute Fehler der Wuppertaler, Wächter zu Bonanno, aber noch ein Wuppertaler dran, nur Ecke FCR. Die 51. Minute, Marvin Blume wagt sich mal nach vorne, sein Abschluss aber kein Problem für Keeper Grave. Mal ein Schuss der Wuppertaler in der 54. Minute von Beckhoff, aber Horn hat den Ball. Die 65. Minute. Die Remscheider im Angriff, Ball durch auf Patrick Posavec, aber der verzieht. Die 67. Minute. Freistoß Remscheid, getreten von Al-Khalil, Kopfball Posavec und der Ball ist drin! Aber der Linienrichter vor der Haupttribüne hebt die Fahne. War das Abseits? Ja oder nein? Leider können es die Bilder nicht aufklären. Die 71. Minute. Freistoß Wuppertal, getreten von Beckhoff, Parade Horn. Die Remscheider mal wieder in der 75. Minute mit einem Angriff. Bonanno auf Wächter, Keeper Grave klärt zu einer Ecke. Wuppertaler Konter in der 77. Minute. Bulut auf Beckhoff, aber Horn hat den Ball. In der 82. Minute wieder mal die Wuppertaler, Bulut aber verzieht. In der 89. Minute mal ein Hammerschuss vom eingewechselten Charlie Benchop, aber Horn ist wieder zur Stelle. Dann schon die 92. Minute, der FCR nochmals in Angriff. Heinen mit der Flanke, Toni Zupo mit dem Kopf und der Ball ist drin! Ekstase im Röntgenstadion, das 1:1 für den FCR in der Nachspielzeit. Der Underdog ist zurück in dieser Partie. Und nach 96 Minuten pfeift Schiedsrichter Gottschalk ab. Es gibt nochmal 30 Minuten Nachschlag. Die 97. Minute. Remscheid bekommt den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Benchop markiert das 1:2 für die Wuppertaler. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer zeigt seine ganze Erfahrung und Klasse. In der 110. Minute. Die Remscheider sind weiter in der Partie, aber der Schuss von Heinen geht lang vorbei. Beckhoff dann mal frei durch in der 118. Minute, aber er verfehlt das Tor. Konter nochmals der Wuppertaler in der 120. Minute. Benchop raus auf Hagemann. Blume bringt ihn zu Fall. Wieder Elfmeter für die Gäste. Der wird geschossen von Benchop. Aber Horn hält! Die Remscheider bleiben erstmal in der Partie. Nochmals der FCR auf der anderen Seite im Angriff. Zupo kommt nochmals zu Fall. Aber es gibt kein Foul, sondern Abpfiff. Der FCR verkauft sich ganz, ganz stark, aber verliert am Ende
mit 1:2 gegen den Wuppertaler SV. Ein tolles bergisches Derby mit überragendem Ambiente und dem glücklichen Ende für den WSV, der mit einem blauen Auge davonkommt. Weiter geht es für den FCR in der Landesliga Gruppe 1 am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen den VSF Ammann. Anstoß ist um 15 Uhr.